Hallo und grüßt euch zur nächsten. Nein, was zur Hölle? Hallo und grüßt euch zur nächsten. Denken Sie schon, ich will weggehen hier. Dabei komme ich doch erst. Apropos kommen. zum nächsten Türchen. Ganz kleiner. Wo wir vorher natürlich sowas wie Baby Hazel hatten, muss ich jetzt ein paar Klicks anlocken. Und da geht besser geht's ja nicht als mit BTS. Ich habe mitbekommen, dass es ein Riesending ist. Nicht die jetzt, aber sie als Paket. Viele würden sich, glaube ich, freuen, diese als Paket zu bekommen. Wahrscheinlich am meisten 13- oder 14-jährige Mädchen. Und dann sitzen sie da im Raum. Und die Mädchen wissen nicht, was sie zu tun haben. Und sagen, oh mein Gott, ihr seid BTS. Und jetzt? Und die Jungs, okay, wir dürfen nicht sagen, was wir jetzt. Oh, schade. Gut, nein. Ich kenne natürlich BTS. Zumal sie, glaube ich, die einzige Gruppe ist, die auch wirklich so ein Heft hat, wenn man ins in Kiosk geht oder sowas, oder ein Büchergeschäft, gibt es wirklich Hefte von BTS in Deutschland. Wow, da muss man ja mal schaffen. Also Respekt BTS, ihr habt es echt geschafft. Dazu muss ich aber auch sagen, jeder, der jetzt BTS mag, ich habe da mal reingehört. Ich finde die Musik jetzt nicht so interessant. Ich mag K-Pop, also es gibt da einige wirklich gute Lieder, aber BTS finde ich ein bisschen langweilig, muss ich sagen. Finde ich andere besser. Und es gibt auch, das ist natürlich jetzt Geschmack und sowas, aber es gibt Gruppen, die haben interessantere, attraktivere, sympathischere Mitglieder. Sagen wir mal so. So, aber ist ja auch egal, wir dürfen sie jetzt ausziehen, darum geht's, ne? Also BTS ausziehen, anziehen, Entschuldigung. Und ich kenne die natürlich alle. Hoffentlich sagen sie mir die Namen. Müssen wir uns jetzt einen aussuchen? Was passiert? Ich habe aufgedrückt. Wir haben also einen, der blondiert ist. Der heißt V. Das einzige Name, den ich mir merken konnte, weil es nur ein Buchstabe ist. Ach, wir müssen jetzt wirklich V schminken oder einen der BTS-Leute. Warum? Nein, warte, ich will nicht. Wie wäre es, wenn ihn einfach mal nicht Gothic oder Drag Queen machen? Na, wie wäre das? Was ist das? Wollen das Frauen? Wollen sie Männer, die sie schminken können? Oh, wir können aber die Haare färben. Das ist noch in Ordnung, denn er sieht ganz anders aus jetzt plötzlich. Das ist ja, die 90er sind zurück. Blaue Haare, ein Anime-Typ ist das plötzlich. Wir lassen keine Haare. Wir lassen seine gesamte Natürlichkeit einfach mal. Auch wenn er was mit den Lippen machen sollte, das sieht nicht gesund aus. Aber okay. Dann, weißt du, ich finde das eine gute Message, wenn man einfach mal sagt, dann, du bist fertig, weil du bist so ohne Schminke hübsch. Am hübschesten. Hübsch genug wollte ich jetzt nicht sagen, sondern am hübschesten. Voll deep und so. Achso, ein Ad, natürlich. Dann wollen wir mal gucken. Get ready, almost done. Other awesome games, zum Beispiel Bonnie Galaxy Faces oder Elsa Life Circle. Das hört sich creepy an. Ich muss das jetzt wirklich 10 Sekunden angucken. Wir lassen es. Und Descendants Fringe Fashion. Das sind alle Spiele, wo ich denke, als normal denkender Mensch, what the fuck? Aber nein, die gibt's wirklich. Die hat jemand hergestellt. Da klicken wahrscheinlich viele Mädchen drauf, haben hoffentlich Spaß. Haben hoffentlich Spaß und geben denen hier Geld. Weil, wie man eben gesehen hat, Ads. Ne? Überall Ads. Jetzt auch außerhalb. Lovers, wirklich. Okay, jetzt mal Real Talk. Lovers. Als ob so eine Boyband in Korea wirklich, die dürfen nicht mal Lovers haben. Das ist, sie machen natürlich trotzdem im Geheimen und sowas, aber es ist so Bullshit. Also ich mag überhaupt dieses ganze Idol-Gedöns in Korea, ist absolut toxisch und scheiße. So, fertig. Wie gesagt, ich mag eine Musik, das ändert ja nichts daran. Es ist so, wie wenn jemand einen Film macht und ich finde den Schauspieler in Real Life ein bisschen cringe und scheiße, aber der Film war gut, versteht ihr? Oh, wirklich, komm, nee, zieh was anderes aus. Zieh mal aus. Mann, ich wollte doch hier Clickbaity. Was mit gar nicht? Das ist alles scheiße. Alles davon sieht scheiße aus. Ah, warte, ich kann nach rechts gehen. Huh, ein Glück. Scheiße.
Oh mein Gott. Morgen schlage ich meine Frau, weil das vielleicht werde. Ohne Jacke extra. Jacke über eine Jacke? Was, wenn ich das andere nicht haben möchte? Wir geben ihm mal das Shirt und eine Jacke. Wie wäre das? Oh mein Gott. Das ist aus wie so ein Freaky Friday, wo er mit seinem Opa mit seiner Oma ausgeswitcht wurde. Nein, okay. Was ist denn am wenigsten hässlich? Nein, die Jacke ganz weg. Das, oder? Das sieht so ein bisschen wenigstens noch so aus wie so Highschool-Crush-mäßig. Aber sieht trotzdem aus, aber irgendwie ein Sports-Bra schräg. Das sieht aus, als ob ein Lacrosse-Team mitspielt. Das sieht aus, als ob er nicht weiß, dass er das nicht tragen sollte. Ja, komm. Highschool-Crush mit Sports-Bra. Und Hose. Oh mein Gott. Ich weiß, viele kleine Mädchen werden jetzt sehr feucht, aber hab doch ein bisschen, weiß nicht, ein bisschen Respekt euch gegenüber. Das ist doch Backstreet Boys. Komm, ich bin alt genug, das zu wissen. Sind die 90er so back? Alright. Komm, wir machen das. Warte hier. Nein, wir machen es doch nicht. Tschüss. Die Jacke. Eine durchsichtige Jacke? Gibt's das nicht bei Regen? So ein Poncho? Wow. Das kann ja schon sexy sein. Okay. Hey, das nimmt die Titten ein bisschen weg. Ah, sieht trotzdem aus, als ob er gleich irgendwie bei einer Marschkapelle mitmacht. Okay, wisst ihr, vielleicht, wenn wir ihm das jetzt geben und damit verstecken. Oder damit verstecken. Das sieht so bescheuert aus. Okay, nein, das sieht gut aus. Super toll. Wie wäre es jetzt mit Sneaker? Ja, komm. Nee, das sieht auch scheiße aus. Das sieht besser aus. Ein bisschen muss ein farblicher auch stimmen, oder? Gut. Und so geht er jetzt raus. Und das kaufen sich dann Mädel als Poster. Als so, so ein Starschnitt. Und das haben wir damals als bei Anime. Und deshalb hängen sie das jetzt an die Wand. Und dann sitzen sie 2 Stunden auf dem Bett, gucken die Wand an und denken sich, nein, ich werde jetzt nicht an mir selbst rumspielen, denn ich spare mich für unsere Hochzeit auf. Und dann kommt die Mutter rein, hat die Hausaufgaben gemacht. Oh mein Gott, Hausaufgaben brauche ich doch gar nicht machen. Wie unwichtig ist das? Wichtig ist nur wie. Der soll meine Wii-Card nehmen. Okay. Und dann die Mutter lacht nur, puh, ich weiß so ganz genau, das hat schon der andere da. Halt die Fresse, Mama, das nehme ich zurück. Meine Vika kann man nicht zurücknehmen, Schatz. Oh mein Gott, ich hasse dich. So, und dann, das machen wir jetzt mit jedem. Ich glaube, das war's. Wir gucken uns nochmal den an, das ist, Gwang Khan. Ich habe keine Ahnung. Ich habe schon die Namen vergessen. Ich habe... Warte. Yun Guan. Keine Ahnung. Und der ist eine Drag Queen. So. Das erlebt er jetzt voll aus. Und er freut sich total, dass seine Mitglieder ihn da unterstützen. Zumal sie sich auch freuen, endlich mal ein Mädchen in der Gruppe zu haben. Dafür hören sie auf, mit ihm zu duschen, weil das die Illusion noch zerstört. Aber einfach nur im normalen Alltag denken sie sich so, yippie, endlich haben wir auch mal was zu gucken, weil wir mögen uns selbst nicht wir mögen uns gegenseitig gar nicht angucken. So unbefriedigend sehen wir aus. Keine Ahnung. Die haben ja Handys wahrscheinlich. Keine Ahnung. Mein Gott. Wie muss das Hotel riechen? Wie viele Jungs sind das? 6? 6 Jungs in einem Hotel. Okay, mit dem guckt er so traurig. Guck mal, da bist du glücklicher. Aber er muss ja richtig Drag aussehen. Oh, ja, sehr gut, das ist es. Los geht's. Und dann hat er natürlich, oh mein Gott. Ja, wow, let's get it.
Er nennt sich nachts oder jetzt auch tagsüber, weil wie gesagt, die anderen haben gefragt, kannst du es bitte den ganzen Tag tragen? Und er, ja, endlich kann ich ich selbst sein. Er nennt sich nämlich jetzt Liz Fizz, die Mrs., weißt du? So, Liz Fizz, dann gucken wir doch mal. Nach jedem Boy kommt einmal Werbung. Nee, doch nicht. Sehr schön. Liz Fizz braucht keine Werbung. Sie selbst ist die Werbung. Okay. Ist das ein Tanzmove oder eine unsichtbare Wand? Nein, die werden alle nachher zusammenstehen. Eigentlich trägt sie ja schon das supergeile Liz Fizz Outfit, ne? Gucken wir mal. Yeah. Nee, das ist eher Mist. Wollen wir ihn zum Gayboy machen? Das ist ja auch sowas. Bei YouTube, da gibt man, weißt du, das ist ja typisch, kennt ihr wahrscheinlich. Da sagt man irgendwie so, oh, ich gucke mal ein K-Pop-Video. Und dann wird dir die ganze Zeit so Sachen angezeigt. Und ein Trend ist, oh, cute moments between BTS oder sowas. Und dann sag ich, what? Und dann denke ich immer so, was für heuchlerische Scheiße ist das denn? Die machen, um die Fans halt, ne, an der Stange zu halten, was denn das Wort ist und sowas, machen sie halt diese cute gay moments. Und in Wirklichkeit würde sich einer outen, würde der sofort rausfliegen. Südkorea ist ganz schlimm, was das angeht. Guck mal hier, oh, wenn er im Krankenhaus liegt. Oh, Liz, wir sind im Krankenhaus. Gucken wir mal. Wieso hast du denn jetzt plötzlich diese schwulen Sachen? Alles ist irgendwie so. Wirklich. Das ist, als ob er ein Token wäre. Seit den 90ern, immer wenn irgendwie, oh, ich bin die Jessie, ich habe eine Serie und mein bester Freund ist schwul. Und bam, das ist es. Genau, und dann trägt er das hier, so diese Fashion Sense mäßig. Wieso kann er das nicht antragen? Warte mal, wieso die Jacke? Ah, die ist drunter. Okay, warte, wir brauchen das. Nein, da hat jemand falsch. Ich gucke doch keine Nicht-Ads, wenn ich, oh, wenn das nicht gut gemacht ist. Wenigstens passt es mal zu der Hose. Das würde sogar normal aussehen, habe ich das Gefühl. Aber, Mann, ich wollte doch jetzt Liz-Dingens. Minno. Okay, dann ist er halt jetzt Gayboy. Alles schreit nach. Selbst das. Gut, machen wir das. Er ist der Repräsentative. Doch, das, oder ihr wisst, was ich meine. Wir können ja hier mal gucken mit diesen hässlichen Hunden drauf. Ja, komm, machen wir so. Und die Hose machen wir. Das. Perfekt, fertig. Muss nicht mal die Schuhe ändern. Ach, Mann. Jetzt müssen wir aber auch noch die anderen Community. Ah, aber der sieht eher nach aus dem Token aus. Einen machen wir noch. Das ist vollkommen egal. Ich will es nicht länger sehen. Den machen wir zum Emo oder sowas. Kann ich nicht zuerst anziehen und dann schminken? Wahrscheinlich hätte ich das machen können, oder? Ja, er wird jetzt so ein bisschen Emo. Oh mein Gott, das ist schlimmer als das eben. Ich kriege Albträume bestimmt. Den kriege ich nicht hübsch. Oh mein Gott, nee, ich weiß nicht. Ich weiß nicht mal, was wir ihm für eine Rolle geben sollen. Schön, das ist echt, also, dass man so links und rechts auswählen kann, da kommt ein Häkchen. Gut, dass sie es so gemacht haben. Das Spiel ist nämlich viel zu kompliziert für die Leute, die sie damit ansprechen. Was machen wir denn jetzt mit dir? Okay, du bist der Typ aus der Gruppe, der denkt, er sieht geil aus, sich immer noch Vordergrund stellt, aber in Wirklichkeit der hässlichste und nervtötendste ist. Boah, du hast nur hässliche Sachen. Was ist das denn? Habt ihr wirklich eine Oma überfallen? Die Jacke, das ist der einzige normale Mal. Er wird The Bucket. Weil, wenn du ihn siehst, möchtest du einen Eimer. Weißt du, so ein bisschen. Nein, das sieht zu gut aus, weil dann achtet man zu sehr auf die Schriften. Das hier, wie heißt das nochmal? Das zankt sich. Nein, das geht auch überhaupt nicht auf. Hier, guck mal, das. Aua. Und die Hose. Eine Jogginghose, warum auch immer. Nee, komm, richtige. Ja, komm. Ist jetzt all in, was das angeht.
Nein, nein, nein. Auch die Schuhe müssen so richtig dich ankotzen. So, dass die kotzen dich an, damit du zurückkotzen möchtest. Das ist so ein Kotzception, weißt du so? Wow, sehr schön. Also, das ist einfach, wenn die Mädchen so richtig abgehen, also schon fast vor Bluthochdruck ohnmächtig werden, müssen sie nur auf ihn gucken und schon ist alles wieder ein bisschen, der Blutdruck ist wieder runter, kommst wieder runter. Das ist einfach die Mädchen, das Äquivalent für Männer, die irgendwie an die hässlichen Nachbarn denken, damit sie länger können. Das ist eher für die Mädchen. Dass sie sagen, ich glaube, ich muss mich gleich an meinem Stuhl im Konzert reiben. Und dann sehen sie ihn und sagen, oh nee, okay, geht noch. Von daher. Gut, jetzt machen wir alle. Ich möchte zuerst ihn anziehen, damit ich weiß, was auf mich zukommt. Wahrscheinlich nicht er. Ich will alle am Ende sehen. Da müssen wir jetzt durch. Er sieht sympathisch aus, muss ich ja mal sagen. Den machen wir zu dem Clown. Oder ich will nicht. Wir machen mal wieder einen natürlichen. Wie wäre das? Der hier nichts. Guck mal. Sieht voll sympathisch aus. Okay, die Haare gehen nicht. Die Haare gehen nicht. Nö. Wir lassen es einfach so ganz natürlich wieder. Das ist der Sympathische in der Gruppe. Der so ein bisschen denkt, ach shit, ich mach das alles hier, weil die Jungs sind ganz nett und es ist gutes Geld und Famo OS, was für ein Fuckboy. What? Famo OS. Famous? Wirklich? Wegen US famous? Das finde ich ganz traurig gerade. Das machen wir weg, weil du bist ja der Nette. Das zum Beispiel sieht danach aus. So der verspielte Nerd so ein bisschen. Nein, das ist wieder schrecklich. Nein, 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 das sieht auch wieder, tut wie auch weh in den Augen. Oh, kinky. Passt das? Weißt du, man sieht das Gesicht und denkt sich, oh, der ist nett. Und dann sieht man was anderes und denkt sich, eieiei, spank me harder, Daddy. Weißt du, so ein bisschen. Oder das, einfach so ein Meme-Shirt. Finde ich eigentlich auch ganz gut. Was ist denn mit seinen Titten? Hat er besonders hübsche Brüste oder Nippel? Oder warum ist er so voll? Jedes Shirt... Guck, alles will darauf hindeuten. Ihr wollt bestimmt meine Brust sehen, oder? Nein, nicht wirklich. Okay. Ich finde gar nichts. Er ist der Meme-Boy. So, die Hose. So eine kaputte Hose. Die kurze Hose. Vielleicht sogar die kurze Hose. Er ist vielleicht der... Weißt du, am Wochenende einfach mal rausgeht und mit dem Hund spazieren geht. Der ist der Normale. Wir machen mal nicht die Touristenhose. Wir machen mal die Normale. Ich bin ein junger Mann und scheiße, wo bin ich hier reingeritten, reingeschlittert? Weißt du, so ein bisschen. Ja, es passt, glaube ich, total gut. Oder die vielleicht sogar noch besser. Oder? Nee, das... Er ist der Normale, der Nette von gegenüber. Den, wo die Frauen vielleicht sogar mal eine Chance haben zu daten. Oder der Nette, der hinter der Kamera die Kamera hält. Gut, haben wir den auch. Als nächstes, ich bin so oberflächlich, aber anders geht's hier nicht. Als nächstes haben wir einer, der, ich mag die Augen, er smirkt ordentlich. Warum sind alle geschminkt hier? Was ist das? Hört auf damit. Die sind von Anfang an geschminkt. Das ist schrecklich. Ich weiß nicht. Er ist der Hippe, oder? Er sieht auch schon so aus, als ob er der Laute wäre. Der immer einen frechen Spruch auf den Lippen hat und sowas. Und er hat ein bisschen Schminke, aber nicht übertrieben. Oder farblich, sondern das oder das. Und er macht das hier einfach nur, um seine Augen ein bisschen poppen zu lassen. Aber er ist derjenige in der Gruppe, der sich Haare färbt, so immer so, hey, wie es geht. Und der ist auch sehr fit. Er ist der Durchtrainierte. Der kriegt immer die Shots. Er kann nicht so gut singen, aber er kriegt die Shots mit dem Körper in den Movies, wie heißt das jetzt nochmal? Musikvideos. Jetzt müsst ihr mir auch irgendwas geben für meine Erzählung, für mein Narrative.
Ja, hier Sport, oder? Das passt auch. Weil diese Muskulösen haben oft so baggy Sachen, die total schlicht sind. Und dann irgendwie ziehen sie es aus und die Mädchen so, ah ja, wow. Aber das passt überhaupt nicht zu dem Charakter. Das da, das passt. Und die Hose ist vielleicht sogar rosa, weil es ist nichts fancy, aber auch nichts Normales. Das würde so einer niemals tragen. Aber sowas zu Verrücktes auch nicht. Er trägt aber so ein bisschen Farbe, ein bisschen crazy, ein bisschen anders, ne? Und die Schuhe gehen gar nicht, warte. Oh, Jacke. Trägt er eine Jacke? Ja, doch, doch, doch. Warte, was für eine Jacke trägt so ein Typ? Ich würde mal sagen, nichts Blinkendes, sondern sowas. Oben schlicht, aber trotzdem sofort merkt man, dass der Farbe hat in seinem Leben. Er ist die Farbe in deinem Leben. Und seine Schuhe sind auch farbig, aber eher passend, nicht übertrieben. Er ist männlich, aber trotzdem total crazy. Ich habe keine Ahnung. So. Man merkt, wie ich Ahnung habe von BTS. Oh nein. Aber der Letzte, der sieht überhaupt nicht aus wie der. Sind's doch 7? Oh. Was habe ich mir da eingebrockt? Okay, next. Erstmal alles weg. Er ist der Hübsche. Und damit meine ich jetzt nicht, dass er hübsch ist, sondern er ist der Hübsche. Wo ich immer denke, in jeder, das kennt ihr bestimmt, in jeder Show, in jeder Gruppe und sowas gibt es immer diesen Hübschen. Und ich bin halt unnormal und denke mir immer, wer der oder die, ist oft bei Frauen auch so, wo ich dann denke, okay, die beste Freundin sieht viel besser aus. Aber das ist halt Geschmackssache. Aber ihr wisst, was ich meine. Der wird so dargestellt. Und der wird halt als der Hübsche dargestellt. Und der fühlt sich auch so. Wie gesagt, ist nicht meine Meinung. Aber okay, das ist er. Die sind auch meistens die nicht durchtrainiert sind oder sowas. Die haben irgendwie ein Bodyfat von 0% oder minus 13 oder sowas. Und so sehen die auch aus, als man sie eigentlich füttern will, anstelle sie einzuladen. Und daher, ich weiß nicht, was die Frauen daran finden, aber vielleicht ist es, es aktiviert vielleicht irgendwie die Mutterinstinkte und irgendwie so, oh mein Gott, er verhungert bald. Weißt du, so ein bisschen. Er hat natürlich ein Sixpack, aber ansonsten nichts. Gucken wir mal, was passt am besten. Ich kann es nicht anklicken. Gibt's nicht als Option, okay? Was finden Frauen bei, ich glaube, weiß. Das ist einfach so, es macht die dunklen Augen so, sticht so hervor. Aber haben diese hübschen, ja, weiß, einfach nur weiß. Komischerweise steht weiß ja auch irgendwie für Schönheit in Asien. Wie bei uns braun. Also das ist wörtlich eigentlich. Das Sprichwort, auf dem anderen Garten ist das Gras immer grüner, oder? Nur dass Weiße, die sich braun machen, natürlich rassistisch sind und Farbige, die sich weiß machen, sind unterdrückt und dem wird nur eingeredet, dass es hübscher ist. Ich weiß natürlich, wie Vogue funktioniert, keine Sorge. Lenkt vielleicht zu sehr ab von dem anderen, aber würde passen. Das auch, das ist auch sehr dieses Hübsche, aber ich würde das lassen. Einfach nur, weil es sieht einfach nach diesen Typen aus, die sehr beliebt sind. Ich gucke mir einige koreanische Varieté-Shows an und da ist dann auch, wo dann jemand reinkommt, alle wuuu, und dann machen sie so Sternchen rum und dann sagt er so, ich bin ein Model. Und ich so, what, wer bezahlt dich, um Fotos machen zu dürfen? What the fuck? Die 50-Jährigen in der Gruppe, die da gerade sind und eine ist übergewichtig, sieht besser aus als der. Schön gut, ich weiß, subjektiv. Ich darf auch meine subjektive Meinung sagen. Ja, komm, gib mir wieder keine Werbung. Wie wird das? Dankeschön. Der letzte sieht wenigstens wieder normal aus. Ja, okay. Also sagen wir mal so, anders als ich gedacht habe. Er hat hier eine verformte, er hat eine Brust, aber dafür, das ist ein bisschen seltsam. Was machen wir denn mit ihm? Das überhaupt nicht. Da würden Frauen sagen, haha, er ist so süß. Er kann auch einfach mal ganz normale Sachen anziehen. Oh mein Gott. Also, ja, okay. Reden wir nicht so viel über die Mädchen. Das zum Beispiel, ja, in einem Film, wo es nass wird, okay. Aber darauf stehen Frauen nicht. Natürlich stehen da Frauen drauf. Frauen stehen auf muskulöse Typen.
die wollen es muss nicht zugeben. Aber viele mögen halt trotzdem diese, ich will nicht Lappen sagen, sondern wie nennt man das? Dürren Typen, keine Ahnung. Ich weiß, ich bin zu schlecht in schlimme Sache sagen. Ich bin so ein netter Kerl. So, sowas, darauf stehen sie. Also wenn ich eins gelernt habe, durch diese ganzen letzten Jahren koreanische Sachen gucken und sowas oder auch japanische, das ist so ein Starter für Frauen untenrum. Nur ein bisschen die Krawatte so runter und dann, es wird plötzlich so warm. Oh, was ist das? 3, 2, 1. Ovaries sind startklar. Weißt du, so Gebärmutter wird angeheizt. So ein bisschen. Und das hier nicht. Er ist kein Bad Boy. Er muss sich schon ordentlich anziehen. Das auch überhaupt nicht. Nein, was habt ihr denn hier für komische Sachen? Ich glaube, das hier. Yep. Frauen. Wir müssen daran denken, hier, Frauen müssen ihn wollen. Das würde auch noch sehr gut passen. Diese Jacke ist... Oder das. Oh, ja. Oh, das ist jetzt schwer. Das ist ja alles super für die Mädels. Eins von denen. Aber eher das. Es ist nämlich dieses... total leger, ne? Aber er ist so hübsch. Er kann es tragen und das... Oh, weißt du, so. Es ist wie bei Models ist es ja so, die sollen, also richtige Models, die sollen, also die Klamotten zeigen, die sollen so langweilig aussehen, damit sie nicht von den Klamotten ablenken. Deshalb gucken alle gleich und sehen alle gleich aus. Bei ihm ist es so, die Klamotten sollen langweilig sein, damit sie nicht von ihm ablenken. Ne? Ist wichtig. Und die Schuhe dürfen auch nicht. Aber das würde sogar passen, so ein bisschen Farbe rein. Nein, nichts Grelles, nichts Besonderes, sondern... Nee, aber das ist besser. Das ist ein Ticken zu viel Farbe. So ein bisschen rot. Okay, haben wir ihn auch. Was ist der letzte? Mein Gott, jetzt wurde das plötzlich ein Gate wird oberflächlich. Es sind doch 7. Ich wusste natürlich, BTS ist ja auch schon im Namen drin. Bitch 10,000. Keine Ahnung, nein. Er sieht aus wie der Alberne. Der kriegt keine Höschen zugeschickt, sondern der kriegt von den Special Fans so ein bisschen so, du bist einer für uns. Also, wie soll ich das sagen? Er ist derjenige, der manchmal ein bisschen traurig ist, dass sein Name nicht so gerufen wird, der immer darüber nachdenken muss, aber nicht vielleicht rausfliegt aus der Gruppe. Aber er ist sehr wichtig, damit die Gruppe auch jemanden hat, der nicht passt. So, und ich würde sagen, der wird nicht geschminkt. Drag Queen würde auch noch passen, aber wir gucken mal nach dem... Was sind das für hässliche Frisuren? Hätte ich das gewusst, hätte ich vielleicht anders genommen. Eieiei. Nee, er bleibt das. Er bleibt so... Er wird ein bisschen geschminkt. Nein, das passt alles nicht zu ihm. Doch hier. Doch. Das passt. Es ist natürlich genug, macht aber auch so ein bisschen noch... Nein, ich lasse es. Ich weiß, ich bin langweilig. Es tut mir leid. Ich habe in meinem Kopf immer sofort so einen Charakter. Und das passt einfach nicht. Und daher... Mal gucken, ob die Klamotten das mir zustimmen. Eigentlich ja. Das, was er schon anhat, reicht eigentlich schon. Er ist der mit der kurzen Hose, er ist der Lustige in der Gruppe. Das passt eigentlich schon so. Mist. Ich meine, gut, für mich muss jetzt nicht so viel rumlabern oder sowas. Oh nein, als Let's Player muss ich rumlabern. Wie blöd. Nein, aber ihr wisst, was ich meine. Und er kriegt noch die grüne Jacke. Also er ist der immer lacht und die anderen zum Lachen bringt. Er ist der Lustige. Er ist mit auf dem Poster, aber er hat keinen Starschnitt. Und trotzdem gibt es dann so eine sehr laute Gruppe, die sagt, oh mein Gott, er ist total toll, wir mögen ihn. Und dann, niemand hat gesagt, dass man ihn nicht mögen darf. Aber, er ist so wie bei Kuririn.
Ich bin ja super Fan. Also mein Lieblingscharakter aus Dragon Ball. Und ich musste mir wieder anhören, wie doof er doch ist und was alles nicht kann. Und ich immer so, warte mal, ich will nicht schon wieder ihn verteidigen. Er ist nur ein Charakter, aber ihr seid unfair zu ihm. Und daher, das ist wie, ne? Ihr wisst schon. Und die Schuhe müssen so ein bisschen passen. Ne. Die passen alle nicht. Tschüss, fertig. Warum plötzlich Elsa, die Prinzessin? Ah, nein, next. Warum sollte das denn jetzt? Wenn ich BTS zusammen... Ach doch, ich bin ja eigentlich ein 14-jähriges Mädchen. Yay, again, again. Das ist also mein BTS. Jeder hat so einen eigenen Charakter, jeder hat seine Rolle, wie es halt so ist, damit man die jugendlichen Mädchen auch anspricht. Müsst ihr mal nachgucken. In jeder Gruppe ist das so. Warte mal, war das schon immer so? Ich glaube, es hat in den 80ern angefangen oder 90ern. Dieses eine Rolle verteilen, damit jeder was hat. Mir ist aber aufgefallen, das ist meistens bei Boybands so. Scheinbar Frauen sind da, glaube ich, viel mehr hinter. Also, ich weiß nicht, Frauen brauchen das? Ich weiß es nicht. Bei Girlgroups ist das, gibt es das auch? Da höre ich dann auch manchmal oder lese das dann irgendwie so, oh ja, das ist die Süße. Okay, aber trotzdem, da geht es eher darum, alle müssen sexy sein. Fertig. Männer denken sich dann, oh, 12 Mädchen, die alle tanzen und sexy sind, yay. Und bei Mädchen ist es dann eher so, und es ist leider wirklich so, haben sie herausgefunden, dass sie jemanden brauchen, den sie verfolgen können. Die sagen zwar BTS und so, toll und so. Frauen sind aber auch besonders schlimm. Also, wenn ich irgendwas Negatives lese über Fandoms oder Bands oder sowas, sind es meistens Mädchen. Aber natürlich liest man dann irgendwie, jetzt wie gesagt, ich kenne mich mit Vogue aus, dass irgendwie Männer sind zu pervers oder eklig, weil dann irgendwie Männer in einem Konzert mitgesungen haben bei einer Girlband, wo ich dann auch gedacht habe, wow, das ist unfair, ihr Arschlöcher. So, alles interessant, psychologisch total interessant, finde ich. Ich habe jetzt einfach nur das gemacht, ich habe BTS jetzt den Charakter zugeschaut. Ihr seht, jeder dieser, man erkennt es, finde ich, jeder dieser Charaktere hat so einen anderen Schein. Du weißt bei jedem die Rolle, das ist wie beim RPG, einer ist das, einer ist das. Wer ist euer Liebling? Ihr könnt ruhig eine Nummer sagen. Links ist 1 und rechts ist 7, falls ihr so doof seid, das zu verstehen. Wofür ist das hier? Oh, wir können den Hintergrund noch verändern. Gibt's auch mein Bett? Mein Schlafzimmer? Wieso? 2? Er ist alleine? Wieso der Hässliche alleine? Warum nicht am Ende? Ach so, weil die beiden sind so heiß, dann brauche ich gleich den Kotze. Na, 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 okay. Wow, bloß nicht zu viel Auswahl. Das war BTS. Viel zu lang, es tut mir leid. Eieiei, ich versuch's kürzer zu halten, aber ich wollte es jetzt durchziehen, damit wir dieses geile Foto am Ende haben. Das hänge ich mir übers Bett. Und dann zähle ich jede Nacht meine Schäfchen. 1 BTS, 2 BTS. Bitte, mir fällt jetzt nicht ein. Bitte trampelt Sandra. Nein. Betten, Traum, Sex. Oh nee, bitte nicht. Okay, ihr könnt sie haben, ihr könnt sie haben. Viel Spaß, bis zum nächsten Mal. Boah.